Sinnvolles. Tränke. Oh, da oben ist, sind zwei Sterne. Arga, die Gequälte. Und der Missgebildete. Ach, das war die Quest hier. Fleisch und Eisen. Okay, dann hau mir die um. Gib's mal fett aufs Maul hier. Die können einfrieren. Okay. Heldmonster. Okay. Und noch ein Heldmonster. Diadem. So. Okay, coole Sache. Der auch weg. Ätherkristalle kann man immer gebrauchen. Und ich hoffe, ich habe hier bis jetzt alles irgendwie mitgenommen, was man mitnehmen kann. Und nichts übersehen. Was ist ein Meister hier? Oh, wer bist du denn? Demoli hat mich erschrocken. Jetzt auch weiter. Wird noch zu den Außenbezirken. Okay. Was greift echt übel weit hier, ne? Das Leben absaugen, dieser Effekt. Sagen wir nichts, ne? Okay. Wobei doch, da hinten geht's, da geht's noch weiter, ne? Das ist ja, das sind diese kleinen Schleichwege. Ja, du musst echt alles erkunden. Sag mal, du bist. Wieder interessanter Ort. Ist drin. Toll. Wunderbar. Freue ich mich. Ein Traum. Okay, was haben wir hier? Soldaten unten. Interessant. Ach, eine Falltür. Okay, da oben. Treppe nach unten. Treppe nach unten. Irgendwie so ein Secret Tunnel. Na, lass mal gucken. Ach, das ist der Keller. Oder? Oder? Ist das?
In den Keller unter der Burbage Estates? Ist das das? Ich glaube nicht, ne? Oder doch. Und was ist das denn für ein Keller, bitteschön? Aber das ist einfach ein scheiß Höhlensystem. Was soll ich als Keller bezeichnen? Eisen, Eisen, Eisen. Schrott. Hier haben wir alles geöffnet. Kisten, ne? Lohnen sich. Ist auch noch eine. Okay. Ah, das ist noch so ein Schrein. Der Tote, besser gesagt. Na, Jungs. Die Knüppel. Okay, okay, okay. Monster weniger. Noch eins. Waren das alle? Nee, da ist nur einer. Noch drei. Vier. Holy moly. Junge, Junge. Okay. Epischer Ring. Spielstufe 18. Leben, Verteidigungsqualität, Inventarwiderstand. Plus 2 auf Schildtraining. Plus 2 auf Schutz. Geil. Nice one. Okay. Schulter. Schutz. Das soll ich auch mitnehmen. Das soll ich unbedingt mal mitnehmen. Was war das? Schutz und... Plus 2 auf Schildtraining, plus 2 auf Schutz. Schutz. Und was ist, Schildtraining? Oder ist es von einer anderen Klasse? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich weiß, okay. Ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, so viel Zeug, cool. Okay. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt, hier runter zu gehen. Einen dicken Ring gefunden. Nice one. Lebensdissens brauchen wir nicht, die sind ja voll wie ein Eimer. So, was ist das denn hier? Treppe nach oben. Treppe nach oben. Da ist ja noch eine Abzweigung, ne? Hier. Aber da komme ich ja nicht durch. Vielleicht von der anderen Seite. Okay. Oh. Klapprige Leiter.
Ach, ich bin jetzt im Dorf. Ich hätte, wäre so nicht reingekommen, ne? Kann das sein? Geld wimmelt es von Feinden. Komm. Erbarmungslose Mutanten-X-Keule der Bereitwilligkeit. So. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier den, das Portal. Okay, ich würde aber jetzt gerne mal hier runter gehen. Einfach um die zu sehen, ob da noch was in den Höhlen ist. Oh Gott, dann gehen wir auf jeden Fall auch nochmal durch den Sumpf. Das will ich auch nochmal wissen, bevor ich hier weitermache. So, wie komme ich hier rein? Da ist nichts mehr. Hier eine Menge Eisen. Start. Sonst nichts mehr. So, kann ich das irgendwie hier wegsprengen? Ne, nee, kann ich nicht. Ist nicht. Okay. Gut. Na, alles klar. Mal Level up können. Oh Junge, also. Vernichtender Schlag. Der Eidwahre geht so geschickt mit dem Schild um, dass die durch die Kraft der Schläge zusätzlich eine Schockwelle ausgelöst wird, die dein ursprüngliches Ziel trifft. Das ist wahrscheinlich gerade 12%. Klingt geil. Ach, ich krieg plus 3 auf meine Skills, oder wie? Warum habe ich jetzt 4 von 10? Warum habe ich da 4 von 10 drin? Das checke ich jetzt nicht. Zwei auf gerechter Eifer. Warum habe ich jetzt hier plus Stufe 4? Das war auf mein Heers Wille. Damit habe ich irgendetwas drin, ne? Dass mir das gibt. So, Säureschaden, Spielstufe 9. Ist ja die Sache, welches Ding lege ich da weg? Ich glaube, diesen magischen Ring könnte ich ausziehen, ne? Ist der hier? Das 2 auf Schildtraining. Auf Schutz. Okay, ich habe irgendwas drin, was mir plus 3 auf diesen vernichtenden Schlag gibt. Ja, was auch immer. Okay, ich mache das hier noch, weil dann treffe ich 3 Ziele. Cool. Nice one. Ich freue mich. Mega. Okay, würde ich sagen, gehe ich noch hier durch das Sumpfgebiet, Mudbrow.
Aber der rumst richtig gut rein hier, ne? Schön. Ich muss auch sagen, dass so manche Truhen, die siehst du echt richtig schlecht. So, genau. Erstmal hier gucken. Ja, wieder alle weggelötet hier. Eis. Da haben wir noch. Der hat eine Quest. Ulgrim. Ich werd verrückt. Eine lebende Person. Seitdem Burwich gefallen ist, sitze ich hier fest. Hab mich auf dieser kleinen Insel verschanzt und Viecher gekocht, die mir zu nahe gekommen, während ich auf das unvermeidliche Ende gewartet habe. Du bist ein willkommener Anblick. Okay, Burwich ist vor Monaten gefallen. Wie lange hast du eigentlich schon hier gelebt? Nun, ich kann zum Beispiel kochen. Ich habe früher in der Hauptstadt gearbeitet und hatte die Ehre, Mahlzeiten für ein paar Adelshäuser und viele ausländische Würdenträger zu kochen. Ich bin kein Kämpfer, aber ich habe ein bisschen jagen gelernt, als es notwendig war. Es bringt mich über die Runden. Abfälle von Knochenratten sind jedoch keine feisende Speise. Vor allem bleibe ich einfach ruhig und beobachte. Was ist mit dir? Woher kommst du? Ich komme hier ne, von der Stadt und kann einen Koch gebrauchen. Ich werbe dich erstmal ab. Mein Gefängnis scheint himmlisch verglichen mit meiner derzeitigen Behausung. Ich wette, ich könnte auch meinen Teil dazu beitragen. Mit vollem Magen kämpfen Männer besser. Wie werden wir meine ganze Ausrüstung nach Devil's Crossing bekommen? Ich mache ein Rift Gate. Ein Portal? Ich habe bisher nur eins davon gesehen und es hat nicht die guten Jungs ausgespuckt. Ich hoffe wirklich, dass du mich nicht hereinlegen willst. Das klappt doch nie. Ja, das klappt auf jeden Fall. Cool, noch einen gefunden. Hey, mega. Nice. Echt viel hier am Anwerben, ne? Ist auch noch versperrt. Dann kann ich eigentlich hier runtergehen und den Part noch erkunden. Das ist noch Rest vom Außenbezirk. Okay. Verwitterte, finsterfüllte Sense der Korrosion. Okay, großes Blut. Und eine lebhafte, erbeutete Brustplatte der Beschwörung. Das sind immer von der Schadenstypen. Geist, Leben, Verteidigungsqualität, Chaos, Fähigkeit, Störungsschutz. Alter, es gibt Sachen. Okay. Haben wir den auch. So, hier mal schauen. Viecher.
Hier war sonst nichts mehr zum Looten. Doch, ein Fass. Jetzt ist stehen lassen, es hätte Ärger gegeben. So, dann hier entlang. Ja, da kann man wieder was reparieren. Baustelle. Diese Brücke war einst eine Verbindung zwischen Burbage und dem Ostsumpf. Bei den Stützbalken hat sich Müll angesammelt. Eine Reparatur ist somit unmöglich. Der Schutt könnte mit schwerem Sprengstoff beseitigt werden. Die alten verlassenen Minen in Old Okabala sind wahrscheinlich der beste Ort. Okay, ein Stück Dynamit. Gut. Okay, also das muss ich auch noch machen. Ich hoffe, ich kann mir das merken, wo ich hier alles Sprengstoff dran bringen kann. Irgendwo in den Höhlen war ja auch noch was, ne? Wo ich vorhin gewesen bin. Au, Junge. Noch irgendwie hoch über den Steg. Dorf Burbage. Okay, hier geht's alles wieder zusammen. Da haben wir noch Treppe nach unten. Okay. Ich muss da von außen rum rein. Geht's nicht weiter, okay. Autistenbefehl. Questgegenstand, okay, cool. Wieder was Neues. Boah, das hat gerumst, ey. Schön. So, da haben wir nix. Treppe nach unten. Ich muss hier entlang. Wieder versperrt. Ja. Ist richtig. Jetzt will ich aber erstmal hier Treppe runtergehen. Lass mal gucken, was hier ist. Was? Da auch noch. Das ist ein Keller, okay. Verseuchter Keller. Aber das ist auch nicht das, ne? Was ich in den
Heller unter den Burbage Estates. Der ist da oben, okay. Das ist weiter oben. Ein 20er Mob. Der gut giftige Stanzzeug macht. Oder Giftzeug. Aber es juckt mich ein Scheiß. Jede Menge Eisen. Ist davon groß, aber mehr nicht. Aber es geht noch weiter. Hat noch. Da hinten geht's wieder hoch. X-Zeichen. Hat. Ist schneller. Macht Kälteschaden. Aber das andere Ding hat einen Life Leech, ne? Von daher, ich glaube, warte ich diesen Life Leech. Wird mehr Sinn machen. Bin ich hier rausgekommen. Jetzt hier noch raus. Okay, okay, okay. Das finde ich ja schon cool, ne? Diese ganzen Untergrundsysteme, dass sie alle miteinander verbunden sind. So, hier hinten ist auch noch was. Treppe nach unten, Alter. Aber ist die Sache, ob es hier zu diesem Gebiet gehört, vermute ich mal. Und da komme ich noch nicht hin. Gehe ich mal von aus. Ration. Da auch. Okay. Wo muss ich denn hier? Wo ist denn der Eingang? Hm. Ist auch wesentlich entspannter hier. Macht schon Laune, ne? Das macht richtig Bock. Es war definitiv eine richtige Entscheidung, das Spiel nochmal anzufangen. Was ist denn hier? Rest Mahlzeit.
So, dann nehme ich hier das noch mit. Ich glaube, ich muss erstmal dann zurück hier ins Dorf. Zurück in den Knast, besser gesagt. Da geht's weiter. Lass uns Hafengebiet. Das geht ja auch zusammen, ne? Ich kann entweder hier entlang oder da entlang. Okay. So, hier ist erstmal ein Schrottplatz. Ah, das feiere ich. Das sieht so cool aus. Also das Level-Design, ne? Mega. Herrliche, was auch immer. Oh, das sind viele. Oh, das sind sehr viele. Oh, das sind viele. Okay. Okay. Der kickt gut rein. Das Gift auch. Okay, das ist alles Giftflächen hier. Bleiben die? Die bleiben, ne? Das Herz, was auch immer. Hier war doch irgendwo auch noch eine was zum Looten, ne? Da. Ich glaube, ich muss hier in Bewegung bleiben, ne? Was haben wir hier? Da haben wir auch so ein Boss-Ding. Ich habe jetzt zum Glück hier genug, ne? Heiltränke und so. Aber es hilft mir halt nichts, ne? Wenn ich keine Essensration habe, ne? Junge. Alter Finne. Das ist so viel. Okay. Das hier. Das hier. Das Rezept. Kann ich nicht mitnehmen. Ich bin voll wie ein Eimer. Okay, gehen wir erstmal raus hier. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich in die City, verkaufe erstmal. Okay, dann. Sprech mit ihm hier. Du machst mir langsam Probleme, verschwinde lieber. Ich habe eine seltsame Notiz gefunden. Euer Name wird darin erwähnt. Oh, ich würde nicht glauben, was da drin steht. Das ist Verleumdung von der übelsten Sorte. Okay, rechtfertige dich. Ich weiß, es sieht nicht gut aus für mich. Aber halte deine Waffe noch einen Moment ruhig. Ja, ich habe die Wasserpumpe sabotiert, aber ich hatte meine Gründe. Weißt du, ich war hier ein Gefangener, als dieser Ort noch ein richtiges Gefängnis war. Als die Welt den Bach unterging, bin ich mit ein paar anderen hier geblieben. Es war der sicherste Ort, den
an den ich erdenken konnte. Bourbon dachte eindeutig dasselbe, als er mit den übrigen Überlebenden hier aufkreuzte. Die Sache eskalierte schnell. Ich weiß, dass wir als erstes geschossen haben, aber die waren es, die als letztes schossen. Die Gefangenen, die Überlebten, wurden verjagt und freigelassen. Nenn mich ein Feigling, das ist mir egal, aber ich habe mich versteckt, als der Kampf hässlich wurde. Ich tauchte später auf und gab mich als ein weiterer Flüchtling aus, ohne dass es jemand bemerkte. Aber ich werde Bourbon nie verzeihen, was er uns angetan hat. Okay, mir hat die Stelle gefehlt, die erklärt, wieso er nicht verdient hat, zu sterben. Schon gut, dazu komme ich jetzt. Thorns Kults, ein Haufen Menschen, denen du nicht begegnen willst. Besessen durch das Blut gefallener Götter oder vielleicht einfach nur Blut. Sie haben mir ein Angebot gemacht. Ich sabotiere die Wasserpumpe und bekomme dafür ein sicheres Versteck. Zahl es Bourbon heim und du findest ein neues Zuhause. Zwei Fliegen mit einer Klappe, wie man so schön sagt. Klang toll, bis ich an einer ihrer geheimen Sitzungen teilgenommen hatte. Dabei habe ich bemerkt, dass ich mich mit den falschen Leuten eingelassen hatte. Und glaube mir, ich habe mich noch nie mit solch durchgeknallten Individuen eingelassen. Ich bin geflüchtet, bevor sie mit den ersten Eingeweihten fertig waren. Du willst gar nicht wissen, was das bedeutet. Ich habe aber einen Schlüssel von ihnen. Das ist der Preis für die Fehler, die ich gemacht habe. Machen wir einen Handel, ja? Du erzählst Bourbon nichts davon und ich gebe dir den Schlüssel zu ihrem Unterschlupf. Dort sollten einige gestohlene Gegenstände zu finden sein, die nur darauf warten, von dir abgeholt zu werden. Aber mach keine Dummheiten. Ich habe den Schlüssel gut versteckt. Ich möchte jetzt keinen Verdacht erregen. Ja, nehmen wir das. Okay, ein Kult ist unter uns. Ein seltsamer Schlüssel und die Wegbeschreibung. Okay. Das verkommene Heiligtumsbetrieb. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Okay. Dann geht's weiter mit Ulgrim. Wenn das nicht mein Retter ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Endlich kann ich wieder für andere Leute kochen. Hier, nimm dir etwas Suppe. Könnt ihr etwas Salz vertragen, aber Captain Whiskey da drüben besteht darauf, dass es nur für den Kampf benutzt wird. Sehr schön. Kommt ihr jetzt zurück? Ich habe ein paar alte Geschichten zu erzählen, falls du ein Ohr dafür hast. Okay. Bis später. Wunderbar. Dann haben wir ihn hier noch, ne? Captain John Bourbon. Hast du in Burbage ein Riftgate gefunden? Wie ist die Situation da draußen? Naja, alles voll mit Äther. Gute Arbeit. Während du fort warst, habe ich ein paar Unterlagen von in seinem Büro durchsucht und ich denke, wir haben unser Ziel. Wie du weißt, können Ätherische von einem Menschen Besitz ergreifen und sie gefügig machen. Ich hatte immer mal einen Verdacht, aber jetzt habe ich nur wenig Zweifel. Der Führer Aufseher dieses Gefängnis wurde bereits lange vor dem Grim Dawn besessen. Okay, wie bist du dir das sicher? In den Gefängnisaufzeichnungen gibt es unzählige Lücken, Gefängnisinsassen, die verschwinden und nie wieder gesehen wurden. Das Tagebuch des Aufsehers liefert ein besseres Bild über die Ereignisse. Vor Jahren ließ er Insassen in eine geheime Einrichtung unterhalb seines Hauses im Dorf Burbage bringen. Ich weiß nicht wofür, aber es war sicher nicht zur Rehabilitation. Es gibt auch etliche Erwähnungen von Ätherischen und Riftgates. Du musst diesen Mann finden oder was auch immer aus ihm geworden ist. Okay, und wo finde ich ihn? Aufseher Krieg besaß ein Anwesen im nördlichen Bezirk des Dorfs Burbage. Die Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Einrichtungen über den Keller erreichbar sind. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Aber wenn wir die Machtstruktur der Ätherischen in der Region bekämpfen wollen, ist der Aufseher unser oberstes Ziel. Gut, dann wird der gekillt. Alles gleich mega. So, ich habe hier noch einen. Was er will. Der liebe Armand. Du hast bestimmt eine Menge Schreckliches erlebt. Sag mir, wie war die Lachts? Ja, es war grausam und blutig, so wie ich es mag. Ich hoffe, sie haben gelitten, und zwar so richtig. Keiner hat es verdient, von diesen Monstern auseinandergerissen zu werden. Nun sind ein paar wenige auf dieser Welt. Ich danke dir. Hier, nimm dein Eisen. Dankeschön. 1200 Eisen und 3 Schrott. Mega. Okay. Ist die Sache, wo
muss ich jetzt diesen Schlüssel benutzen? Keine Ahnung. I don't know. Gut, dann haben wir noch. Abseits der Wege der gewöhnlichen Reisen sind Kultisten oben in den Bergen. Begib dich zur zerstörten Brücke in den Außenbezirken von Burwich. Wenn du dort bist, bleib dicht an der Klippe, bis du einen Weg findest, der in die Hügel führt. Wenn du meine blutgetränkten Roben findest, die die dunklen Mächte herbeirufen, bist du am richtigen Ort. Der Eingang zu eurem Heiligtum ist hinter dem Lager im Berghang versteckt. Okay, Alter. Richtung Berge. Und so, okay. Oh, Junge. Okay. Okay, gut. Dann gehe ich hier hin. Ich hier im Hafen weiter. Und Eisen. Ah, wo? Wer? Ja, okay. Ektoplasma, da gibt es so viel Rucht und Zeug, ey, zum Mitnehmen. Des Hafenmeisters. Da war noch so ein Beschwörungsschrein. Okay, schön abgelegen. Dann schauen wir mal. Zweihandschwert. Bette verbessert alle Handrüstung. Cool. Okay. Hier mal. Burbage Estates. Okay, das heißt hier, gibt's erstmal einen Schrein. Okay, aber ich würde erstmal hier den Rest noch erkunden. In dem Hafengebiet. Dann
Muss ich hier nicht nochmal durch? Okay, ist aber die Sache. Hier geht's auch noch weiter, ne? Ist es dann... Allowed Hill? Kann es sein? Ist es nicht. Schauen wir mal. Ich meine, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Eine Stunde noch und dann passt das. Ich würde echt gerne hier nochmal gucken gehen. Was da noch ist. Ah, auch die. Okay. Das ist ein sehr großes Gebiet. Ein sehr großes Gebiet, okay. So, und du, Harvey, der Rumtreiber. Hast du meine Tür zerstört? Oh nein, die verfolgten Untoten werden dich hören. Sie werden Klein Walter und mich... Wer zum Fick ist Klein Walter? Scheiße, der... Okay. Okay, warte, bist du verfault? Nein, nein, denn sonst könntest du uns nicht finden. Sie würden nie auf die Idee kommen, hier zu suchen. Gut, pass auf, ich, bring dich nach Devil's Crossing. Nein, 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 ich kann nicht gehen. Nur hier ist es sicher. Wir müssen hier bleiben. Okay, komm jetzt mit. Es ist zu deinem Besten. Ich kann nicht zulassen, dass du mir das kaputt machst. Ich werde mir Walter nicht wieder wegnehmen lassen. Okay, dann muss. Ja, wärst du mal mitgegangen, hör du Null. Ja gut, dann halt nicht. Mann. Alles klar, cool. So, und jetzt am Ende eine Sidequest fehlgeschlagen. 100 Pro. Okay. Treppe nach unten. Lehrling. Okay, den nehmen wir nur mit. Den... Warte mal, mache ich noch, aber ich muss hier rein. Also gleich. Mal gucken. Nix mehr. Okay, da hinten ist auch noch eine Quest, aber erstmal den Lehrling. Ging der Kack hier runter? Hier, genau. Okay. Jemand war vor kurzem hier. Status verachtet. Oh Junge, das geht aber ziemlich schnell. Epische, schwere Handschuhe. Okay, Raffinesse auf Solhans Technik. Und ein schnelles Schnelldrache. Ein schneller Schlag mit einer Waffe von einer. Okay, spiel schon mal 23 erfolgreich. Okay. Ja, was auch immer. Gönn dir. So, da geht's nach oben. Da hinten geht's auch nach oben. Ich gehe aber erstmal hier lang. Und da ist irgendwo der Schmied.
hinten im Mac. Wahrscheinlich ist er irgendwie hier in so einem Fluch. Ach, der hat sich da der sich da so Salz hingestreut. Ich kann nicht glauben, dass mich jemand gefunden hat. Ich bin in den Keller gegangen, um nach Vorräten zu suchen und wurde von den Toten von der Oberfläche abgeschnitten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, Kasparov schickt mich. Ich kann ein Riftgate für euch öffnen und euch in Sicherheit bringen. Du kannst das? Das weckt zwar nicht gerade mein Vertrauen in dich, aber andererseits mag ich die Alternativen auch nicht. Portal, los geht's. Okay. Gut, dann gehen wir mal gucken, was hier noch ist. Also haben wir die Jungen gefunden. Mega. Und Level 20. Nice one. Hab echt viel Level gemacht heute, ne? Da hinten ist noch eine Essensration. Wie da, unberührte Mahlzeit, wie auch immer man da hinkommt. Ah, hier, so ein Secret Room. Geil. Und die Netherkrone. Epischer Helm des Zauberers. Cool. Warum? Wo? Da. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe hier die Treppe hoch. Hier raus, okay. War ja hier, genau, der Schrein, den wollte ich auch noch mitnehmen. Ganz entspannt. Ehrenklinge. Epischer Einhand durch. Okay. Sehr schön. Na, okay. Oh, ich habe 6 Punkte. Ach du Scheiße, noch gar nicht vergeben. Ich würde sagen, ich bleibe erstmal bei den Sachen hier, ne? Erstmal mehr Sinn machen. Machen wir das so. So. Und genau. Den noch. Dann mache ich jetzt mal hier die Schildkröte-Panzer. Das heißt, das erste Ding habe ich fertig. Weise deine himmlischen Kräfte einer Fähigkeit zu. Klicke drauf und das Licht. Okay. Präsenz. Das heißt, die Schildkröte kann ich jetzt hier rauf machen, oder wie? Und dann Präsenz der Tugend. Okay. Das heißt, es wird mit zunehmender Stufe... Cool. Ach ja, das wäre geil. Okay. Okay, cool. Cool. Also ich muss das Ding anlassen, damit das proggt, vermute ich. Hoffe ich halt auch mal, ne, dass ich halt nicht irgendwie hier konstant unter 50% HP fall. Das wäre ziemlich ungeil.
Küsten. Und da geht's wieder rein. Da ist auch noch was. Ey, das ist so viel Kellergewölbe hier. Ist auch so ein Ordner, die dann Keller, vor allem mitten im Bad. Vorm Bett. Rudriger Keller. Mal gucken, was hier ist. Ein Stuff. Ja, genau. So, noch was irgendwie zum Klicken und Machen? Nein. Ich muss echt sagen, mit diesen Kisten sieht man echt schwer. Da kann man echt schwer besehen. Muss halt echt genau gucken. Hier jetzt, okay. Smaragd. Bücher zu lesen. Ein wenig hier Tagebuch. Gönn dir. Da hinten haben wir noch was. Der Aufseher. Okay, das ist der Aufseherkeller. Da muss ich auch noch hin. Das war der mit dem... Das war nicht der mit dem Schlüssel, ne? Nee. Das war storymäßig was. Okay, dann hauen wir ihn um. Was ist das? Okay, Rift Gates. Scheint aber ein kleiner Keller zu sein.
Ein verwinkelter Keller. Ich gehe erstmal hier oben gucken. Ist das der Schild geprockt? Oder nicht? Oder wieder wer oder wo oder was? Ist jetzt geprockt? Ja, ist er. Okay. Denn es gab Erfahrung. Okay, cool. Gut. Der Sache, wo genau der ist. Das sind alles nur so Nebenräume. Mach ich hier auch noch mit. Okay. Ansonsten hier ist nix. Auch nicht. Da ist noch was, aber ich glaube, es führt zusammen. Ah, das ist das Schild, ne? Das sehe ich aber auch echt schlecht, ne? Ich weiß nicht, sieht man den oder sieht man den nicht? Es ging hier außenrum noch entlang. Ich geh erstmal hier gucken. Zum Beschwörungsschrein. Okay, machen wir den. Da kommen viele. Okay.
Komm, kipp um. Ein Hellmonster. Ah, wunderbar. Okay. Und jede Menge Stuff. Epische Hose. Spielstufe 23. Konstruktion. Oh Gott, das wäre so viel Zeug. Auch nochmal kruscht. So, aber Donnerbüchsen, so ein Scheiß muss ich eigentlich nicht aufsammeln, ne? Eigentlich brauche ich das nicht. Zepter brauche ich Geist. Schulterpanzer. Den kann ich mal mitnehmen. Vielleicht nochmal ausrüsten, haben wir mehr Rüstung. Zwar weniger Konstitution. Aber das passt. Können wir hier einen reingeben, da noch ein. Gutes. So, Brustplatte. So, wo ist jetzt der Schmiedikowski? Wahrscheinlich bei der anderen Abzweigung, ne? Am End, ja, ne? Verteilen. Zwei. Drei. Machen wir das. Dann kommen wir hier raus. Und hier unten echt großes Gebiet. Das ist jetzt der größte Keller von allen. Noch ein bisschen. Okay, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich bin gleich am Ziel. Ne? Ich dachte, es wird schneller gehen, hey. Aber das ist so vieles. Hätte ich nicht gedacht. So, da geht's nach oben, da hinten. Beziehungsweise hinten ist der Aufseher. Hier sind auch irgendwelche komischen... Oh, Giftsachen. Ich wollte gerade sagen, holy f... Alter. Ah ja, genau, genau, genau. Oh, Junge. Aber ich muss da durch, ne? Shit, okay. Okay. Alles klar, alles cool. Oh, ich hoffe, der hat jetzt nicht auch so eine Giftkacke da irgendwie am Start, ne? Bossfight gleich. Das wird ziemlich uncool. Essensration.
Oh, Junge, es geht noch weiter runter. Boah, okay. Mein Glück ist hier ein Portal. Ja, das ist nochmal so eine Gegend. Ah, alles klar. Okay. Gut, dann würde ich sagen, den Aufseher, den machen wir dann beim nächsten Mal. Es ist echt spät schon. Ne? Und Frühschichts kickt morgen wieder rein. Deswegen gehe ich zurück hier nach Devil's Crossing. Und gebe noch hier die Quest ab. Das ist ein scheiß Eingang, aber... Oh, der Pimmel ist an der Tür, da. Okay. Vielen Dank, dass du mich rechtzeitig gerettet hast. Kasparov hat keine Zeit verschwendet und mich zurück an die Arbeit geschickt. Ich bin hier, wenn ich brauchst. Frag einfach, okay. Mega. Gut, sehr schön. Dann haben wir das doch für heute echt einiges erledigt. Cool. So, freue ich mich. Gut, ihr Lieben, beim nächsten Mal geht's weiter hier direkt mit aufgeräumtem Inventar, versprochen. Und was der Schmied denn auf dem Kasten hat, das sehen wir dann. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Ja, wir sehen uns wieder am Dienstag, dann mit Skyrim und Fallout 4. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.